Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es ist Donnerstag, 8.30 Uhr und damit Zeit für den Blick in ein paar Charts. Heute auf der Agenda US-Dollar, Schweizer Franken. Wir gucken mal in den Zinsmarkt im FGBX und ich habe ein kleines Nebenwährungspaar mit einer interessanten Situation, den US-Dollar, tschechische Krone. Also allen zusammen hier heute Morgen wieder ein paar interessante Blicke in die Welt der FX-Trades beziehungsweise heute wieder ein bisschen Währung. Allen, die zuschauen, auch meine Einladung gerne, wenn Sie mögen, direkt in unsere Chats auf GoToWebinar oder aber hier in Facebook einfach in die Charts mit mir zusammen reinschauen, wenn ich weiß, wer was möchte. Die Nachricht hinterlassen und dann starten wir direkt mit rein. Bevor wir ins Webinar starten, selbstredend wie immer der Risikohinweis. Sie wissen es, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen und der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ludger, Elena, guten Morgen. Schauen wir auf die Tagesnachrichten für heute. Es sollten eigentlich heute Morgen ein paar Nachrichten noch aus Großbritannien kommen. Um 8 Uhr, die haben wir aber noch nicht, Nationwide Hauspreisindex, da galt die Zeit von 8 Uhr, da haben wir aber noch nichts bekommen. Starten wir hier einfach mit den wichtigsten Relevanzen im heutigen Tage. Da bekommen wir um 13.30 Uhr aus den USA das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal. Um 15 Uhr gibt es die schwebenden Hausverkäufe. Das hier zu den höchsten Relevanzen am Vormittag in der Eurozone auch noch ein bisschen was hier. Es gibt eine Rede seitens eines EZB-Mitglieds hier gegen 10 Uhr. Reden heute auch zu erwarten von FOMC-Mitgliedern im Laufe des Tages, zur Mittagszeit hier bei uns angefangen, bis hin in die späten Abendstunden. Was bekommen wir noch? Wir bekommen aus den USA kleinen Einblick in das Thema Arbeitsmarkt. Um 13.30 Uhr gibt es die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Und um 14 Uhr bekommen wir Infos hier aus Deutschland zum Thema Verbraucherpreisindex. Das also ein paar Nachrichten für den heutigen Tag und damit gehen wir rein in die Charts. Thorsten, einen schönen guten Morgen. Hier ist er, unser Trading Desk von Tickmill MetaTrader 4 in Zusammenarbeit mit dem Stereo Trader, den wir hier, ja, wenn das Konto ausreichend kapitalisiert ist, kostenfrei nutzen können. Eine feine Geschichte für all diejenigen, die das interessiert, mit dem Stereo Trader hier den Handel bei FX und Währungen, also beziehungsweise im FX-Bereich, im Rohstoffbereich oder auch im Bereich der Indizes durchzuführen. Schauen wir in den Chart von US-Dollar, tschechische Krone rein. Was sehen wir? Wir sehen ein bisschen hin und her in den letzten 2-3 Wochen. Ging der Markt hier runter und hoch. Was haben wir aber vorher gesehen? Wir hatten hier den Aufwärtstrend, der war begründet hier im Tief. Wo haben wir das Tief gehabt? Das Tief hatten wir geschrieben am 10.01. hier im Bereich der 22.10. Danach ging es schön nach oben, wir sehen es, aber hier im Widerstandsbereich um die 22.94 hat der Markt Halt gemacht, ist nach unten gelaufen, alles bis dahin okay, tiefe Korrektur gewesen. Jetzt hat er aber oben rumgedreht. Was bedeutet das? Das bedeutet erstmal latente Schwäche hier oben, ganz klar. Aber was dann hier unten passiert ist, da wollte der Markt im Widerstand wieder nicht weiter runter. Er ist zwar ein bisschen unter diesen Tiefpunkt hier drunter durchgelaufen, deswegen hatte ich die Linie in blau eingezeichnet. Und danach ist er wieder direkt hochgestartet. Jetzt stand er gestern wieder hier oben in diesem Bereich. Wir haben hier einen starken Widerstand, sonst würde der Markt dort oben nicht immer rumdrehen. Das heißt, an dieser Stelle zwei Dinge könnten geschehen. Nummer eins, der Markt schafft es endlich drüber zu wuppen. Dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier drüben, dieser Peak, den wir hier drüben hatten, bei etwas über 23 tschechische Kronen, beziehungsweise im Nachgang dann, wenn das auch wirklich geschafft worden ist, haben wir hier ein Hoch um die Marke von 23,11, 23,12, so in etwa. Das wäre der Blick zur Oberseite. Dazu müssen wir allerdings wirklich oben drüber und das ist ja momentan der Widerstand. Wir haben das gestern auch gesehen in diesem Bereich. Der Markt ist kurz hier drüber gelugt. Ja, mit dem Tageshoch, wir haben das Tageshoch gestern gesehen bei 22,93, danach wurde wieder abverkauft, jetzt stehen wir ein ganzes Stückchen tiefer. Das heißt, wir sehen hier momentan noch nicht so richtig den Kaufschwung nach oben, aber das kann ja alles noch kommen. Das heißt, wenn wir uns das ganze Bild mal untergeordnet angehen, ich gehe mal ganz kurz in die Stunde, dann sehen wir halt hier, das letzte Stückchen schwingt sich schön nach oben. Hier ist auch alles soweit mit dem Blick nach oben noch da.
Hier, das war der Ruck nach unten, den wir dann gesehen haben, der hier kam. Die Tageskerze, wenn sie es wieder oben drüber schwingt, das heißt, der Markt schön wieder nach oben läuft, dann haben wir hier die Fortsetzung dieses Ganzen nach oben hin und dann haben wir auch die Chance, das Ganze nach oben ein Stück weit weiter zu begleichen oder zu begleiten. Olaf, guten Morgen. Wenn wir hier aber sehen, der Markt bleibt schwach, das heißt, er dreht wieder runter, dann müssen wir uns nach unten orientieren. Das kann man auch an verschiedenen Marken abmachen. Zum einen kann man sich selbst treten, diesen Aufwärtstrend hier nehmen. Der hatte sein Low ja hier, das letzte Korrekturtief gehabt, um die Marke von 22,68. Oder aber hier ist ja noch eine zweite Linie auch drinnen. Das trifft entsprechend im Tageschart einen Wert, nämlich das Tagestief von gestern. Das wäre dann hier der Wert, den wir durchaus nach unten mit anlaufen könnten, wo möglicherweise ein Pivotpunkt zum Anlauf nach oben hin liegen kann. Ansonsten hält das alles nicht stand und der Markt läuft nach unten. Mittelfristig das Ganze dann zu sehen, wieder der Bereich, der Supportbereich hier unten um die knapp 22 tschechische Kronen und 40 Heller. Das hier im Chart der tschechischen Krone in Zusammenarbeit mit dem US-Dollar. Ja, was machen wir weiter? Wir schauen mal ins zweite Währungspaar für heute. Wir hatten gesagt, US-Dollar, Schweizer Franken. Die hatten wir vor kurzem schon auf der Uhr mit dem Umkehrsignal hier oben. Das heißt, hier ist ja der Markt schön wieder in das Widerstandslevel reingelaufen, hier oben in diesem weiten Top oben. Wir hatten hier einen Aufwärtstrend, der ist mittlerweile aus technischer Geschichte, der ist technischer Seite her, ist der Geschichte. Das heißt, wir hatten ja hier das Trendtief bei 0,99. 263, hier sind wir wirklich drunter gelaufen. Das heißt, aus rein charttechnischer Sicht ist dieser Trend erst einmal gebrochen. Es gibt natürlich die Chance einer Wiederaufnahme oder aber wir sehen es dann zur Bildung eines Abwärtstrends. Das müssen wir jetzt ein bisschen abwarten. Was wir hier an dieser Stelle sehen, ist dieses Hin- und Herschwingen zwischen hier oben, dem Hoch 0,99706 und dem Tiefbereich hier unten 0,99037. Da schwingt es hin und her. Das kann für den einen oder anderen Trader selbstredend auch für ein In-Range-Trading genutzt werden. Immer dann, wenn es hier oben der Fall gewesen ist, ist der Markt ja auch wieder runtergelaufen. Von unten kamen wir hoch. Das ist kurzfristig immer wieder möglich. Allerdings kann es genauso gut passieren, dass wir diese, sage ich mal, Bereiche oben oder unten über- oder unterschreiten. Das heißt, wenn wir oben drüber laufen, wäre das hier die Fortsetzung der korrektiven Phase. Möglicher nächster Anlaufpunkt auf dem Weg nach oben wäre hier dieses Hoch bei 1,00103. Das ist die Marke hier, also etwas über 1 Schweizer Franken. Da haben wir einen Bereich, wo man gut und gerne mal ranlaufen kann, wenn der Markt wirklich oben drüber läuft. Das wäre dann Ausdehnung der Korrektur zu dieser starken abwärtsdynamischen Bewegung. Läuft das Ganze allerdings wieder nach unten und wir brechen diesen Bereich hier unten weg, sukzessive hier unter dieses Tagestief, was wir hier unten hatten, das hatten wir bei 0,98943, dann ist hier untergeordnet ein Abwärtstrend gebildet worden. Also ich spreche hier ungeordnet, ich kläre gleich mal auf, warum ich untergeordnet spreche. Das kann hier in diesem Zusammenhang selbstredend für falsch verstanden werden. Aus diesem Grund kläre ich das gleich mal auf, aber ich gehe erstmal zur Handelsidee drauf ein. Das heißt, wenn wir jetzt von hier oben nach hier unten laufen, dann haben wir hier mit Unterschreitung dieses Tiefs hier einen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend könnte uns unter diesen Support hier bei 0,99054 dann deutlich nach unten tragen. Hier haben wir den letzten Support bei 0,97160 im Chart auch ersichtlich. Und jetzt möchte ich an der Stelle mal ganz kurz noch auf das Thema eingehen. Was meine ich denn mit untergeordneten Trends? Also das hier ist ja nun wohl für jeden ersichtlichen Aufwärtstrend. Der ist jetzt gebrochen und dann wäre das hier für jeden ersichtlich auch ein Abwärtstrend. Das ist ganz klar. Was ich meine ist mit dem Thema untergeordnet, dass wenn ich das Bild mal etwas zusammenzoome, dass wir hier auch eine Aufwärtsdynamik hatten. Das heißt, das, was wir hier nach oben hin gesehen haben, ist jetzt tief korrigiert worden, also beziehungsweise ist hier unten tief korrigiert worden, hatte sein Low hier unten bei 0,97,16 und ist dann hier hochgelaufen. Und dieser Hochlauf, wir sehen es auch in Bezug auf diese Trendgeschichte hier, das ist eher auf die Woche zu sehen, haben wir halt hier den Korrekturtrend nach unten. Und das ist jetzt der Bewegungstrend nach oben. Und dieser Bewegungstrend hat halt hier oben mit Schwäche reagiert, ist jetzt gebrochen worden. Und wenn das Ganze wieder weiter nach unten läuft, dann hat man halt mit Bezug auf diese große Geschichte immer noch den übergeordneten Aufwärtstrend auch da. Aber für das kurzfristigere Trading ist natürlich viel interessanter, was läuft denn hier in diesem Bezug. Und deswegen ist dieser Aufwärtstrend gebrochen. Und wenn wir hier unten drunter laufen, ist hier ein Abwärtstrend entstanden. Die sind dann federführend, aber immer noch mit Bezug, je nach
nachdem, welchen Trading-Ansatz sie verfolgen, auf diese Dynamik. Das ist dann natürlich auch immer noch da. Und wir sehen ja, wie ausladend das Ganze ist. Ne? Wir haben hier oben das Top bei 1,0128 und hier unten das Low bei 0,9716. Also da ist eine Menge Luft dazwischen, wo der Markt auch immer hin und her schwingen kann. Und hier kann eine ganze Menge passieren. Der kann auch vorher wieder rumdrehen, noch einmal ein höheres Tief machen, um dann Angriff nach oben zu nehmen. Das wissen wir ja alles nicht. Aus diesem Grund schauen wir einfach auf das, was momentan da ist. Und damit können wir ohne weiteres auch umgehen. Das also hier zum Markt US-Dollar, Schweizer Franken. Und dann blicken wir heute mal wieder, so oft machen wir das ja nicht, aber wir blicken mal in den Zinsmarkt, heute in den sehr, sehr langlaufenden Zinsmarkt. Das heißt hier die Zinsen im Bereich 24 bis 30 Jahre. Hier der Buchsel, so wird das Ganze genannt. Da haben wir eine sehr, sehr, sehr interessante Situation aktuell. Ich will hier ganz kurz mal in den Wochenchart rüberschwingen, um das zu zeigen. Wir haben jetzt hier, wir haben es ja gehört, seitens der Zentralbank ist es so, dass die Zinsen wohl noch sehr, sehr lange hier bei uns in Europa niedrig bleiben, sukzessive natürlich dann auch in Deutschland. Wir hatten hier drüben ein Hoch, das Hoch, wo ist das Hoch her? Mal ganz kurz schauen, das war das Hoch vom September 2016. Da in diesem Bereich finden wir uns momentan wieder. Und wir sehen hier momentan auch eine sehr, sehr dynamische Aufwärtsbewegung. Die ist gestartet worden im Bereich der Zentralbanknachrichten. Hier in der vergangenen Woche ging es richtig ordentlich stark nach oben. Und das Ganze mal mit Blick in den Tageschart sehen wir halt, dass egal welche Trendgröße wir jetzt nehmen, also ob wir jetzt dieses zusammengeraffte Bild nehmen und uns auf diesen Trend beziehen oder ob wir sagen, hier, das ist der Bewegungstrend, rum wie num. Die ganze Geschichte steht in einer sehr, sehr, sehr weiten Bewegung. Und wir wissen es ja, nach weiten Bewegungen können immer mal korrektive Phasen eintreten. Und wenn das hier an dieser Stelle passiert, wenn wir hier tatsächlich Schwäche reinbekommen. Gestern haben wir ja etwas Schwäche bekommen. Das haben wir gesehen anhand der Tageskerze, wie sie ausschaut. Sie ist ja hochgelaufen und dann etwas nach unten hin zurückgekommen. Aber aktuell läuft der Markt wieder schön stark nach oben. Das ist alles völlig in Ordnung, alles ganz gesund zu sehen. Das heißt, wir sind hier oben in dem Bereich, wo dieser Lauf noch deutlich weitergehen kann. Aber, und das ist jetzt für die kurzfristigen Trader sehr, 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 wie soll ich sagen, sehr, sehr beeindruckender Lauf, der läuft nach oben. Und wenn wir dann als kurzfristiger Trader mal sehen, was kommt denn jetzt hier in Schwäche rein? Das heißt, wenn der Markt hier oben ganz kurzfristig schwächelt, dann haben wir doch als Intraday-Trader die Chance, im kurzfristigen Bereich erstmal zu schauen, wenn er rumdreht, wie verhält er sich denn am Tagestief von heute? Das heutige Tagestief haben wir ja hier liegen bei 194,147. Da könnte wieder Kauflust reinkommen oder aber es bricht unten drunter durch und wir steuern hier den Bereich des Tagestiefs von gestern an. Da haben wir die Marke von ungefähr 192,63. Das wäre mal kurzfristig nach unten. Weiter ausladende Korrekturen sind selbstredend immer möglich. Nur ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen jetzt einfach so einen Knall geben oder von jetzt auf gleich einfach einen Knall geben. Das passiert meistens dann eher nur durch Nachrichten, dass es so eine starken Schübe gibt. Da erwarten wir ja heute zumindest nichts Geplantes. Heißt also, wenn es weitere Korrekturen gibt, muss man schauen, wo ist denn der Markt hier rangelaufen. Wir haben noch ein paar Tagestiefs unten drunter stehen. Aber ich denke, man muss erst einmal schauen, ob heute überhaupt Schwäche reinkommt. Wenn Schwäche reinkommt, kann man hier in den kleineren Zeiteinheiten, wenn wir hier beispielsweise mal die Stunde als Referenzmarkt nehmen, die die Richtung vorgibt, dann könnte man halt sehen, okay, wenn wir hier oben in diesem Bereich einen Mehrfachtop bekommen und wir wirklich rumdrehen, das wäre dann interessant, mal wirklich kurzfristig nach unten zu drehen. Da blickt man dann allerdings in die kleineren Zeiteinheiten. Ich raffe auch hier mal ganz kurz noch zusammen, was da kommt. Heißt also, wir laufen hier ja aktuell nach oben und wenn schon gesagt, hier Schwäche reinkommt und die 5 Minuten einen Abwärtstrend machen, dann laufen wir Gefahr, den Aufwärtstrend erst einmal hinter uns zu lassen und hier kurzfristig zu korrigieren. Und das ist dann das, was wir als Trader mit rannehmen können. Das heißt, da schauen wir einfach mal, wenn hier kurzfristig Schwäche reinkommt, haben wir ja ein Symbol bzw. einen symbolischen Charakter, das ist die Schwäche. Wir wissen, wo dieser Event dann anfängt, wo die Schwäche reinkommt. Das heißt, darüber kann die Absicherung reingelegt werden und mit Ziel. Wir haben jetzt hier in den 5 Minuten auch ein paar Level, die man gut und gerne immer mal anlaufen kann, beziehungsweise wir haben ja den Bereich des Tagestiefs. Das also die Dinge, die wir hier möglicherweise durch diese weite Bewegung vor uns haben, im aktiven Trading benutzen können. Das zu den heutigen
Handelsideen. Danke, Elena. Freue mich, dass wir uns heute auch mal mit dem Buchsel beschäftigt haben. Ich hatte ja gesagt, ich schaue auch immer mal auf die Zinsseite. Da gibt es nicht immer ganz, ganz viel zu traden, aber wir sehen, wenn wir uns diesen Chart hier angucken, es schwingt wirklich schön. Das heißt, auch wenn ich diese Dinge nicht so oft hier auf der Uhr habe, weil wir doch immer wieder häufig das Thema der Währungen hier, sage ich mal, als Trading-Ideen haben, es ist immerhin eine gute Möglichkeit, solchen Schwankungen auch mit auszunutzen. Da muss man nicht zwangsweise im Kleinstbereich unterwegs sein, sondern wir sehen ja, wie schön das Ganze schwingt, wie wir den Korrekturtrend sehen, wie wir hier sehen, dass so ein Korrekturtrend gebrochen wird und aus den Korrekturen in Aufwärtsrichtung wieder getradet werden kann. Also es ist ja auch ein sehr schön trendiger Markt und wir wissen ja alle, wie gut es ist, wenn unsere Handelssystematik nach Trends ausgerichtet wird und aus diesem Grund heute mal wieder etwas Zinsen. Ich hoffe, für den ein oder anderen war etwas dabei. Danke für die Zeit von heute. Morgen gibt es selbstverständlich wieder den Blog, spätestens um 8 Uhr. Und dann um 8.30 Uhr sehen wir uns zum Freitagswebinar etwas ausgedehnt. Da geht es wieder darum, wie sind denn die Nachrichten in dieser Woche gewesen. Wir machen den Ausblick der Nachrichten für die kommende Woche. Wir checken mal den Stand der großen Indizes und im Bereich des edukativen Parts geht es morgen um das Thema News Trading, wie man es schaffen kann, im News Trading auch Geld zu verdienen. Das besprechen wir morgen. Warum nehme ich das auf der Uhr? Wir haben mittlerweile wieder Sachen, wo News gut die Kurse bewegen. Und aus diesem Grund schauen wir uns das Thema einfach mal. Ich freue mich drauf. Dann allen einen schönen Handelstag. Bis morgen. Tschüss.